Am 4. November hat die Region Hannover als Träger des Naturparks zur 12. Steinhuder-Meer-Konferenz in das Schloss Landestrost in Neustadt eingeladen. Die Konferenz stand dieses Mal unter dem Motto Entwicklung eines gemeinsamen Ehrenkodex für den Naturpark Steinhuder Meer. Mit über 460 Quadratkilometer ist der Naturpark mit dem See als Mittelpunkt weit über die Grenzen Niedersachsens hinaus bekannt. Der Naturpark ist ein wichtiges Naherholungsgebiet. Wassersportler, Radfahrer, Touristen und Naturfreunde können ihrem Hobby nachkommen. Vielen seltenen Vogel- und Tierarten bietet der Naturpark eine Existenzmöglichkeit. Zwei Ranger bemühen sich um Ordnung, um Menschen die Natur näher zu bringen und sie zu schützen. Das Zusammenwirken aller Beteiligten ist daher von grundlegender Wichtigkeit. Die Geschäftsführerin des Naturparks nennt als Ziel der Konferenz: Die Herausforderung wird sein, Kodex, wir wollen kein langes, episches Ergebnis haben. Es soll kurz und knackig sein. Es soll jeder mit einem Blick auf der Hand erkennbar haben. Und von daher müssen wir sowieso ein paar Kernpunkte rauseruieren. Ich glaube, wir sind aber auf einem guten Weg. Wir konnten uns heute schon auf sehr viel verständigen. Es wird dann noch mal eine Schleife geben, um zu gucken, was ist dann die Kernaussage. Wir werden weiter daran arbeiten. Aber ich bin wirklich optimistisch und gehe heute optimistisch aus der Runde, dass wir ein Dach finden werden, wo sich alle Akteure drunter widerspiegeln. Ein wichtiger Wirtschaftszweig der Region Hannover ist der Tourismus. Naturschutz und Tourismus stehen sich aber keineswegs immer konträr gegenüber, wie uns Geschäftsführer Willi Rehbock erzählt. Er steht hinter der Idee eines Kodex. Ja, dass wir uns auf wesentliche Grundlagen einigen. Also für mich sind das eigentlich mehr oder weniger Selbstverständlichkeiten. Dass Schutzgebiete nicht betreten werden, dass sich der Mensch so verhält, dass er eben keinen Schaden anrichtet. Müllproblematik war gerade in den letzten beiden Jahren wegen dieser ganzen To-Go-Geschichten ein Riesenproblem. Man ist ja eigentlich nicht zu viel verlangt, das, was man mitbringt, dass man das auch wieder mit wegnimmt. Die vielen Ideen und Anregungen werden jetzt vom Naturpark gesammelt und den anderen Teilnehmern zurückgespiegelt. Obwohl selbst ein Akteur mit eigenen Interessen, sieht die Geschäftsführerin den Naturpark hier in der Rolle eines Moderators. Aber gerade so ein Thema wie heute, Kodex-Erstellung, läuft nur, wenn ihn alle in den Köpfen haben, wenn wir das gemeinsam entwickeln. Und das ist eigentlich gerade unser Kernansatz, gerade auch bei diesem Thema. Es bringt nichts, wenn wir sagen als Naturpark, wir haben uns hier was ausgedacht, das bringen wir raus und ihr setzt es bitte um, sondern nur, wenn das alle gemeinsam mitentwickeln, haben wir Erfolg, dass wir es dann gut auf die Fläche bringen. Ein Besuch des Naturparks Steinhuder Meer lohnt immer, zu jeder Jahreszeit.